Hallo und herzlich willkommen hier bei der kleinen Rätselrunde mit Franbo, Mr. Midnight und dem verrückten Zauberer. Und nicht zu vergessen, der Sondergast heute in dieser illustren Runde, die Zitrone. Ja, wir wollten uns auf den Weg zur Bibliothek machen. Spaß beiseite, so schön wie es heißt, ne? Weil wir spielen hier ein Spiel und das ist halt kein Spiel, ne? Na. Ja, vergisst es. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Das hilft total. Also, das ist wirklich enorm viel Input. Ach, du Schande. Erinnerst du dich, Fran? Du bist eine Mörderin. Du bist mein verrücktes, kleines Wesen. Verrückte Mädchen müssen bestraft werden. Tu, was ich sage, Fran. Spring. Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte es nicht. Mein Liebling, hör nicht auf dieses böse Ding. Du bist stark. Lass sie aus deinem Kopf raus, mein Liebling. Bin ich verrückt, Kätzchen? Sag's mir. Nein, mein Liebling. Du musst nur stark sein. Lass sie nicht mit deinem Kopf spielen. Oh, mein Kätzchen, ich fühle mich total kaputt. Meine Brust tut weh. Oh, mein Liebling, ich bin hier für dich. Weine nicht. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Wir sollten weitergehen. Gehen wir zur Bibliothek. Ja, solche Visionen, die würden mich auch vollkommen vernichten, habe ich so das Gefühl. Oh Mann, ey. Bleib sofort stehen. Hast du das Passwort? Ja. Ja? Na gut, wie lautet das Passwort? Wie war das nochmal? Es ging ungefähr so. Deine Augen und Ohren sind beschränkte Sinne. Verschließe sie, bevor du lernst. Gut. Und warum ist das so? Denn nur dann können wir wirklich sehen, wie diese Stadt. Sie war vorher unsichtbar. Wissen ist überall, selbst in der Dunkelheit und Stille. Du darfst reingehen. Viel Spaß. Da! Nur mal so. So. Hier waren mir zu viele Leute. Nein, komm. Wir wollen natürlich mit allen sprechen und ich dann jedes Mal Stimmen erfinde, die alle vollkommen wieder verloren gehen. Und so, dass nachher jeder jede Stimme hat. Damit das halt auch leichter ist, ne? Hallo, was tust du da? Ich suche mein besonderes Buch. Oh, tut mir leid, dass ich frage, aber warum stehst du auf einer Leiter? Du hast doch Flügel. Ah, weil die Leiter zum Beispiel zum Benutzen gemacht wurde, natürlich. Aber was, wenn ich sie brauche? Dann solltest du warten, bis du dran bist. Aber wenn es ein Notfall ist und ich nicht so lange warten kann? Dann hättest du vor mir ankommen sollen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt weitersuchen. Ja, original in der Bib. Plus minus. Hallo. Oh, hallo. Warum liest du nicht? Oh, weil ich erst ein besonderes Buch finden muss. Oh, besondere Bücher sind toll. Das, was ich hier lese, ist auch sehr besonders. Oh, das ist toll. Nun, ich suche da mal weiter nach meinem besonderen Buch. Und das dicke Kind. Hallo, was liest du da? Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich Buchstaben sehr gruselig. Vielleicht solltest du dann etwas anderes mit vielen Bildern lesen. Oh ja, vielleicht irgendwann einmal, Liebes. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Oh, tut mir leid, entschuldige mich. Die sind allesamt, also der da unten, der ist recht freundlich gewesen, aber allesamt waren eher so, ich sehe so viele Bücher. Ich glaube nicht, dass das Buch des Zauberers in den Regalen steht. Der Zauberer sagte, dass sein Buch sich vielleicht versteckt. Sehen wir hier auch so viele Bücher? Ja, und ich kann die Leiter benutzen. Yeah. Ich klettere nicht nochmal, ich könnte mir wehtun, wenn ich falle.
Okay. Dann nehmen wir mal dieses Buch. Aha. Ach, das war doch hier. 1-1. 2-3-4. Sechs. Was wäre das denn jetzt? So. Also es ist definitiv ein Rätsel. Muss ich ja nicht viel kommentieren. Ah, da, da. Also jeder Strich ist, zählt einen hoch. Also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte mal, 1, 1, 2. 3, 5, also das ist glaube ich eine 10, wenn, also eine 11, beziehungsweise 5, 8, 500, 1, 1, 2, ich glaube Fibonacci, ne? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20. Nee. Irgendwie klingt Fibonacci gerade logisch, aber auch irgendwie falsch. Warte mal, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ne? Ja. Es kommt davon, wenn man zu schnell rechnet. Also. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 Striche. Könnte das sein, dass es 5 Striche sein sollen? Ist hier irgendwo eine Möglichkeit, das rauszufinden, irgendwo zu lesen? Ich sehe so viele Bücher. Warte mal, hier. Der hatte doch irgendwas. Da war doch was. Ja, das Alphabet, das hilft mir leider nicht viel weiter. Aber die Zahlen sagt hier nichts, ne? Ladezahlen, ja. Ja, das war der Schlüssel. Haben wir denn hier irgendwo in dem Spiel bisher Zahlen gesehen? Nein. Auf dem Markt? Naja, aber auf dem Markt, die haben ja auch keine Preise oder sowas. Naja, hier waren auch nur Symbole, ne? Ja. Das hilft mir nicht allzu sehr weiter. Hier, das. Vielleicht ist da irgendwas, was ich mir da. Ja, überhaupt nicht. Ah, hier ist so eine beruhigende Geräuschkulisse. Nee. Also hier waren nirgendwo Bücher. Ja, du hast geschlossen, ich weiß. Ja. Ach, im Herbst und im Winter. So. Die Logik erschließt sich mir nicht ganz. Ich schaue mir die Bilder nochmal an. 1, 1, 2, 3. Dieser Querbalken, der stört irgendwie, sag ich mal. Und das ist 21. Dann wäre 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21. Also. Es könnte dann die 13 sein. Dann zählt dann 10, 20, 21. Also 10, 13.
das weiß ich nicht. Das hier hat 5 Striche, wenn man sich irgendwie ganz doof formuliert. Und das hat dann. Oder das? Weiß ich nicht. Kann ich hier jetzt dann irgendwie dran ziehen? Ne? Ah, der Hebel bewegt sich nicht. Ich muss erst das Schloss öffnen. Ah. Hübsch. Oh, ich hab's geschafft. Jetzt kann ich den Hebel umlegen. Cool. What? Hallo, dich kennen wir doch. Dich haben wir schon 2-mal gesehen. Der will uns immer helfen bisher. Das muss das Buch der Zauberer sein. Ich komme nicht ran. So typisch. Oh. Aber jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass ich das gemacht habe, während die. Also. Hübsch. Entschuldigung, ich brauche das Buch. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Er befasst sich auf jeden Fall mit Menschen, habe ich so das Gefühl. Also er anscheinend mit einem anderen Ambition. Ach, warte. Oh, das sieht interessant aus. Den Text kann ich aber nicht lesen. Ich erkenne die 4 Jahreszeiten und die Kreaturen. Der große Zauberer malt wohl gerne. Ah, ich wünschte, ich könnte es verstehen. Vielleicht steht da, dass Bäume angucken super ist. Ja. Was ist das denn? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Skelett ein Baby bekommt. Scheinbar wird das Kind in einem großen Kopf geboren. Menschen mit großen Köpfen sind toll, so wie ich. Das sieht aus wie irgendein Zyklus. Ich frage mich, was es bedeutet. Vielleicht Jahre? Ich weiß nicht, die Friend ist ein bisschen vorreif, sag ich mal. Oder wie heißt es? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Aber Zyklus? Hat man. Ist das ein Wort, was man mit 11 oder wie alt sie ist, kennt? Ich denke gerne, dass es 5 von mir gibt. Vielleicht ist das so. Das Monster. Scheinbar lieben die Leute ihn. Ja, so sieht Liebe aus. Warum sollten die Liebe, die Leute ein Monster lieben? Vielleicht haben sie Angst. Aus Angst tun wir oft dumme Dinge. Ja, das stimmt tatsächlich. Nein, ich will nichts Politisches hier sagen. Aber Angst ist eigentlich der Motivator für ungefähr alle dummen Dinge, die bisher passiert sind. Angst und Alkohol, klar. Und schöne Frauen vielleicht auch noch. Aber ich glaube, das sind die 3 großen Motivatoren, um dumme Dinge anzustellen. Wobei Angst, ja, ist glaube ich das gefährlichste von allen. Weil da macht man dumme Dinge auf Kosten von anderen. Und bei den Alkohol macht man sich auf Kosten seines Körpers und bei schönen Frauen auf Kosten von sich selbst. Also ist Angst doch das. Naja, ich schweife auch gar nicht ab erstmal. Hier. Ich habe ein Buch gefunden. Hier, guck mal, Buch. Schön. Hier ist ihr Buch. Es war in der Musikbox. Ich habe die Puppe gesehen. Hey, das Edward-Schloss. Das Edward? Edward? Kommt auch häufiger vor. Heißt der Typ so? Ja, das klingt nach Spaß. Danke für das Buch. Jetzt erinnere ich mich an viele Dinge. Viele, viele Dinge. Und was jetzt? Es sind noch 2 Dinge auf dem Stern. Ja, Fisch im Wasser. Da waren die Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Fisch. Ach, Fisch. Frei schwimmender Fisch. Geh zurück, kleiner Fisch. Geh nach Hause. Oh,
Wow, Sie haben den Fisch aufgeweckt. Ja, weil ich mich erinnert habe, wie es geht. Ist es nicht wunderschön? Das ist magisch. Können Sie auch mit anderen Wesen machen, wie Menschen? Natürlich, aber nur, wenn die Umstände gut sind. Aber die Umstände sind oft nicht positiv. Ich verstehe. Also, wir müssen die fehlenden Steine finden, ja? Der Fisch hat mir gesagt, dass meine Schuhe an den Füßen eines tollen Tänzers sind. Weißt du, wo der Tänzer sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß. Ich gehe und schaue nach. Ja. Schade. Da weiß ich nämlich überhaupt nicht, wie ich da reinkommen soll. Ich habe kein Ticket, um in die Bar zu gehen. Du hast dein Ticket nicht. Das ist seltsam. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um reinzukommen. Der Tänzer muss drinnen sein. Du musst rausfinden, was zu tun ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ah, okay, ich schau mal, was ich tun kann. Kann ich ihr Ticket leihen? Mein Ticket gehört mir und ich kann es nicht verleihen. Ah, dann gehen Sie selbst in die Bar und nehmen die Schuhe vom Tänzer. Oh, ich kann nicht. Ich betreibe Hasenwissenschaften und bin nah an der Antwort. Außerdem weiß ich, dass du es kannst. Du hast schon schwerere Aufgaben hinter dir. Okay, ich schaue, was ich tun kann. Tschüss. Kätzchen, ich frage mich, wie um alles in der Welt bekommen wir die Schuhe des Tänzers. Das finden wir schon raus. Gehen wir in die Bar und schauen, ob der Show schon angefangen hat. Katze. Hast du nicht zugehört? Wir wollen doch... Wir haben doch irgendwie ein Ticketproblem, vielleicht? Weißt du? Das ist irgendwie so das Thema der letzten 20 Sekunden gewesen. Du hättest ja mal aufpassen können. Wohin gehst du? Okay. Was hast du vor? Willst du mir sagen, in die Richtung liegt die Bar, da müssen wir rein? So, hier, komm. Erzähl mir mehr. Hallo nochmal. Nein, wir haben kein besonderes Ticket. Wie geht das denn? Ich hätte gern ein besonderes Ticket. Na, ich kann nicht mich eh wieder reinstellen und dann hoffen, dass es... Oh, ich frage mich, was das ist. Ja. Sieht aus wie ein tropischer Partyort. Ich hoffe, sie öffnen bald. Ja, Fran. Also, besonders helle bist du nicht, oder? Würdest du gerne mit mir warten? Das wäre sicher toll, aber ich muss meinen Weg nach Hause finden. Nach Hause? Du bist zu Hause, mein Freund. Das Universum ist dein Zuhause. Oh, das ist ein schöner Gedanke. Bäh, was riecht hier so? Oh, upsi. Mein Pupser, damit die Dunkelheit mich nicht heimsucht, weißt du? Das ist aber seltsam. Ich sehe gar keine Dunkelheit. Oh mein Gott, das ist wirklich schlimm. naja, ich muss los. Tschüss. Toll, eine furzende Heuschrecke. Ja, erzähl mal, wo komme ich jetzt an mein Ticket? Kann ich vielleicht den König mal fragen, so, hey, ich, hätte gern ein Ticket zur Bar, weil Logikbuch, jeder bekommt ein Ticket, aber ich nicht und darf hier nicht rein, obwohl eigentlich jeder ein Ticket haben sollte und na, verstehst du, ne? Wäre gar nicht so dumm. Warum haben die überhaupt Tickets? Wenn jeder ein Ticket bekommt, so pauschal, dann macht es gar keinen Sinn, Tickets zu haben. Kann er uns vielleicht helfen? Da geht Fran, die Touristin. Viel Spaß. Ja. Ja, ja, wie bekommen wir das? Und vor allen Dingen hier schön programmiert, einfach herrlich. So, ich stehe gerade äußerst auf dem Schlauch, sag ich mal. Ich mache das mal wieder so. Ich schaue mich ein bisschen um und ja. Wenn ich wieder was gefunden habe, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und ich sag euch, was ich gefunden habe. Bis dahin, gehabt euch wohl und
Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.